Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren COD Modern Warfare 2 bzw. Warzone 2 News Update. Season 1 steht vor der Tür, am 16. November ist es schon soweit. Ich möchte euch zeigen, was alles Inhalt der ersten Season ist. Mit Bildern der neuen Waffen, 4 Stück an der Zahl. Es kommen neue Operator, neue Maps, der Battle Royale Modus Warzone 2 natürlich kommt mit hinzu und ein wahrscheinlich in Zukunft extrem beliebter Modus, der natürlich auch dem eigentlichen Warzone 2 Update mega Konkurrenz macht. Und zwar ist es ein Modus, der genauso dasselbe Spielprinzip hat wie ein beliebter Shooter, den es leider nur auf PC gibt. Und zwar Escape from Tarkov, ein extrem krasser Survival Modus. Wie genau der funktioniert, soll jetzt hier nicht Inhalt des Updates sein. Googelt einfach mal, Escape from Tarkov ist ein russisches Spiel und soll extrem krass sein. Ich hätte es gerne selber gezockt, weil ich weiß, wie beliebt es ist. Gibt es halt nur für PC. Und das wird auf jeden Fall eine starke Konkurrenz für dieses Spiel auf den Konsolen und auf sämtlichen Plattformen überhaupt werden. Startet ebenfalls mit dem Season 1 Update. Wir fangen jetzt einfach mal an, was Inhalt ist und was auch noch ganz wichtig ist. Es gibt ein Mid-Season Update. Das heißt, alles, was ich euch jetzt sage, ist Teil der Season, aber am 14. Dezember gibt es nochmal einen zweiten Patch, ein Mid-Season-Update. Dort kommen dann auch nochmal Sachen. Alles Inhalt dieses Videos und ich sage euch, wann was kommt. Wir fangen direkt mal an. Preload für Warzone 2 oder für die erste Season ist am 14. November um 19 Uhr für alle Plattformen. Solltet ihr Warzone Modern Warfare 2 nicht selbst installiert haben und interessiert euch zum Beispiel nur für den Battle Royale Modus, erwarten euch ca. 100 GB Datenpaket, wohl angeblich auf allen Plattformen. Ich glaube, bei PS5 könnte es weniger sein, weil die so einen komprimierten, keine Ahnung, benutzen. Wie auch immer, solltet ihr doch MW2 installiert haben, sollen es zwischen 10 und 20 GB tatsächlich nur sein, was echt extrem wenig ist. Und am 16. November, wie gesagt, geht es dann los um 19 Uhr. Ich streame übrigens auf Twitch definitiv direkt Warzone 2. Ich habe mega Bock, am Mittwoch dort einzuschalten und bin mega gespannt. Und dort startet dann auch schon der beliebte Konkurrent von Escape from Tarkov. Komme ich gleich noch zu. Wie genau das aber alles aufgebaut ist, möchte ich jetzt inhaltlich hier nicht erzählen. Googelt einfach mal Escape from Tarkov oder im Endeffekt dann den Modus hier, sage ich gleich noch, wie der genau heißt. Dass nicht alles gleich zum Season 1 Start kommt, habe ich schon erzählt. Wir fangen jetzt einfach mal an. Es kommen auf jeden Fall 2 neue Maps. Und ich habe da mal was vorbereitet. Das ist der offizielle Trailer von Shoot House. Eine Map, die am 16. November direkt mit aktiv sein wird. Eine sehr, sehr beliebte Map, die am 2019 erstmalig auftauchte und die wird jetzt wieder implementiert, weil es wirklich eine mega beliebte Map war. Ich mache den Trailer mal weg, damit sich das jetzt nicht unnötig in die Länge zieht. Und zum Mid-Season-Update am 14. Dezember kommt die beliebte und sehr, sehr bekannte Map, die wir schon aus verschiedenen anderen MW-Teilen kennen. Das ist nicht der Original-Trailer jetzt für Warzone bzw. Modern Warfare 2, sondern das ist aus 2019. Der Trailer. Einfach nur, damit ihr wisst, Shipment ist die Map, die dann zum Mid-Season-Update kommt. Das einfach nur inhaltlich. Weiter im Text. Also Shoot House direkt am 16. und am 14. Dezember dann die zweite Map. Dann haben wir den Hardcore-Modus. Der kommt endlich ins Spiel. Warum der zum Launch nicht drin war, kann ich nicht genau sagen. Eigentlich sollte er es sein und er wird nicht mehr Hardcore-Modus sein heißen, sondern Tier 1 Modus. Wer den Hardcore-Modus nicht kennt, Team Deathmatch, Herrschaft und so weiter. Diese ganzen Modi in Hardcore, ihr habt deutlich weniger Gesundheit. Normalerweise bist du One-Shot, das sollte Fakt sein. Friendly Fires aktiviert und eine deutlich reduzierte Minimap. Ich kenne den Hardcore-Modus eigentlich so, dass du gar keine Minimap hast, aber beschrieben wird wohl deutlich reduziert. Also, der kommt auch mit dem Release zu Season 1. Dann haben wir 6 neue Operator. Hier habe ich leider keine Bilder. Und zwar heißt der erste, es kommen 2 direkt zum Release. Nein, stopp, Fehler von mir. Einer kommt direkt zum Release, der heißt Zeus.
Dann kommt, da muss ich gleich lachen, weil ich habe einen Stammzuschauer, der heißt Klaus und dieser Operator heißt Klaus, der kommt in der Midseason quasi am 14. Dezember. Dann kommt Gas, der kommt auch in der Midseason und wie ich schon mal erwähnt habe, im Moment habe ich hier noch irgendwo ein Bild für die ganze Geschichte. Moment, ich mach's mal hier mit rein. Und zwar Neymar, Pogba und Messi, diese bekannten Fußballstars, kommen von links nach rechts vorgelesen. Neymar am 21., Pogba am 25. und Messi kommt am 29. November ins Spiel. Und damit haben wir die Operator auch schon durch. Die sind in jedem Spielmodus spielbar. Wenn ihr da irgendwelche Skins noch habt für Waffen und so weiter, in jedem Modus, alles was du so bekommst, auch in dem Battle Pass und so weiter, kannst du in jedem Modus nutzen. Ganz wichtig, es kommen 4 neue Waffen. Ich habe auch Bilder dazu. Die erste Waffe ist diese. Nennt sich Victus XMR und ist eine Sniper Rifle. Kommt direkt zum Release von Season 1. Dann haben wir noch eine Buzz P SMG. Also eine MP, das ist klar. Und die nächsten beiden Waffen kommen zum Mid-Season-Update am 14. Dezember. Da haben wir die Chimera AR, also eine Assault Rifle, ein Sturmgewehr. Und wir haben die M13B, ebenfalls ein Sturmgewehr in der Midseason. Dann kommen noch ein paar Spielmodi hinzu. Da haben wir einmal CDL Moshpit. Das ist so eine Art Turnier-Modus. Also im Endeffekt, als würdest du wie die Pros in irgendwelchen Turnieren, die irgendwo übertragen werden, so ungefähr funktioniert das. Wie genau, kann ich nicht sagen, da stecke ich wirklich nicht in der Materie, weil ich die Pro-Games nie verfolgt habe. Aber so in etwa werden Pro-Games simuliert, wenn die Pro-Teams aufeinandertreffen. Alles andere muss ich später mir nochmal genauer reinziehen. Sorry, dass ich da nicht ganz up-to-date bin. Dann kommt der Spec-Ops-Modus und ich wollte auch inhaltlich einfach gar nicht so drauf eingehen, was uns alles in jedem Modus erwartet. Warzone 2, natürlich der Battle-Royale-Modus und der DMZ-Modus. Es gibt, ich habe nichts Ausgeschriebenes gefunden, was DMZ bedeutet, aber das ist der Modus, der Escape from Tarkov extrem Konkurrenz machen wird. Und dieser Modus soll auf der Battle Royale Map stattfinden. Habe ich auch schon rausbekommen. Im Endeffekt landest du oder bist auf der Map. Und Ziel ist es, dieser Map wieder zu entkommen. Mit Loot machst Missionen, Nebenmissionen, kannst NPCs killen, du kannst mit Freunden spielen, du kannst alleine spielen und so weiter und so fort. Ich habe Escape from Tarkov, wie gesagt, nie gespielt und habe auch einfach gar nicht reingeguckt, weil ich es nicht zocken konnte. Und das hätte mich nur irgendwie getriggert. Und deswegen habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt. Aber ich glaube, dieser Modus wird extrem geil werden und macht wahrscheinlich dem eigenen Warzone Battle Royale Modus wahrscheinlich eine starke Konkurrenz, könnte ich mir vorstellen. Es gibt natürlich auch einen Battle Pass mit 100 Stufen. Diesmal wird er anders laufen wie in Warzone 1. Und zwar wird es so sein, dass jeder Battle Pass in den verschiedenen Seasons 20 Sektoren hat. Ihr habt keinen linearen Weg, in dem ihr die 100 Items freischaltet, sondern es wird so sein, dass ihr 20 Sektoren habt. Ihr sucht euch einfach einen Sektor aus, wo ihr anfangen wollt zu leveln und dort schaltet ihr jeweils immer 5 Items frei. Wenn ihr damit durch seid, nehmt ihr einen anderen Sektor. So könnt ihr sicherstellen, dass ihr die geilsten Items, die euch in dem Battle Pass interessieren, auch freischaltet, wenn ihr wisst, ihr habt gar nicht so viel Zeit zum Grinden und schafft vielleicht gar nicht, den Battle Pass komplett bis Level 100 zu leveln. Finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Und natürlich, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, der Prestige-Modus oder das Prestige-System ist jetzt dann in Modern Warfare 2 drin. Und wenn ihr dann also quasi Level 55 erreicht habt, könnt ihr endlich Prestige aktivieren und levelt wieder von vorn. Aber das Ganze funktioniert diesmal ein bisschen anders. Ihr müsst die ganzen Waffen, den ganzen Spaß nicht wieder neu freischalten. Was da genau passiert, kann ich nicht zu 100% sagen. Ich weiß nur, dass du verschiedene Icons freischaltest und Banner und keine Ahnung, was du da nicht alles freischaltest. Auf jeden Fall wird das Prestige-System ein bisschen anders sein, so wie wir es in der Vergangenheit aus sämtlichen COD-Teilen kannten. Einzig das, was ich noch nicht weiß, gibt es Buffs oder Nerfs?
in der Season. Ich gehe ja mal stark davon aus, weil es gibt die ein oder andere Waffe, die wahrscheinlich zu stark sein wird, beziehungsweise Aufsätze. Und was ich stark bemängeln muss, wo ich hoffe, dass da was passiert, die Time to Kill ist meiner Meinung nach viel, viel zu gering. Und ich denke, so ein paar Kugeln mehr sollte jeder Gegner vertragen und natürlich du selbst auch, bevor du auf den Boden fällst. Weil bei manchen Waffen fühlt sich tatsächlich Team Deathmatch und Co. an, als würdest du Hardcore spielen. Bin ich zumindest der Meinung, ich weiß, dass es auch viele andere Mitspieler so sehen. Ladies and Gentlemen, das war der komplette Inhalt von Season 1 und ich bin auf eure Meinung gespannt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Mittwoch beim Stream auf Twitch mit dabei seid. Lasst auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und wenn ihr nicht neu seid, haut trotzdem ein Abo raus, würde ich mich extrem drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.